Hallo, ich grüße euch zu Endless Space 2. Ja, es wird heute eine längere Session für mich, weil ich muss für meinen Urlaub, mich für 10 Tage nach Schottland verpieseln, eine ganze Menge aufnehmen, nicht nur für Endless Space, ich muss auch noch 2 Folgen Dragon Age aufnehmen und dann mal gucken, vielleicht noch ein Special fertig machen für Witcher. Also es gibt eine ganze Menge zu tun und wir starten auch gleich rein in diese Folge. Letzte Folge habe ich ja schon vermutet, dass wir gar nicht hier andere Imperien, dass hier gar keine anderen Imperien mitspielen. Natürlich Quatsch, aber wie gesagt, wir sind immer noch auf niemanden gestoßen. Haben eigentlich schon eine ganze Menge erforscht, wenn man sich das mal anguckt. Das ist alles. Das ist die gesamte Galaxie hier, in der wir uns befinden. Und wir sind auch noch auf niemanden gestoßen. Ich habe so das Gefühl, das wird sich diese Folge ändern. Gut, wir sind am Ende des Zuges. Ich mache auch gleich mal am Ende mal den Zug beenden und schau mal, was sich da jetzt so ergibt. Fretas Ruin ist zu einer Kolonie geworden. Das ist doch schon mal schön. Was haben wir denn da? Boreal ist gut. Boreal ist, kann man dann zu terrestrisch problemlos umwandeln. Es ist hier kalt, aber ansonsten gibt von allem ein bisschen was außer Produktion. Das ist schitter. Dann müssen wir das mal anschieben. Machen wir auch. Nein, erstmal das. Dann das und dann noch das und dann wieder das. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, weil das wird jetzt... Oh, gut, an für sich jetzt schon recht fix. Dann werden wir sehen, wie sich das Ganze hier entwickelt. Was haben wir denn noch? Mars hat die nachhaltige Landwirtschaft entwickelt. Kommt jetzt ein bisschen Forschung, das ist immer gut. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen, wo ich den Obelisken hinsetze. Da bin ich tatsächlich noch ein wenig unentschlossen. Jetzt müssen wir mal überlegen. Es sollte ein größeres System sein. Eins am besten mit 5 Planeten. Da habe ich aber nur Ugaru. Und Ugaru ist noch relativ frisch. In Sol können wir den intergalaktische Refugium. Das würde ich an für sich ganz gerne bauen. Aber hier haben wir nur einen Planeten, wo wir im Moment produzieren. Dementsprechend lange wird das dauern. Auch hier ist, glaube ich, Ugaru. Also Ugaru scheint ja, ja, ist alles auch nicht so berauschend von der Produktion her. Ich gehe mal in die Übersicht. Wo haben wir denn die meiste Produktion? In Sol. Tatsächlich, ja gut, weil wir da schon alles so weit ausgebaut haben. Mars holt aber auf, ist noch relativ frisch. Und da haben wir schon 2 Planeten und haben jetzt 6 Bevölkerungen und fast genauso viel. Ich glaube fast, wir sollten das in Mars hinsetzen. In Mars erforschen. Braucht zwar 42, in Sol brauchen wir nur 41, allerdings hier wird man kräftig zulegen. Ich mache mal Folgendes. Ich setze das hier rein. Mache die beiden Sachen per Kauf fertig und lasse die erstmal draußen außen vor. Und werde anschließend die intergalaktische Technologie erforschen. Das Technologie-Refugium. Weil das bringt uns einen ordentlichen Boost an Systemen, an Forschung. Und die Technologiekosten reduzieren sich auch noch. Macht also durchaus Sinn. Ich versuche das mal hier hinzubekommen. Ob es gelingt, weiß ich nicht. Aber wir versuchen es auf jeden Fall mal. Dann ziehen wir mal hier weiter vor. Die Akademie wurde entdeckt. Von uns? Von uns! Einfach so! Da denkst du nichts Böses und da entdeckst du die Akademie. Ja, aber Wahnsinn! Einen können wir reinsetzen. Harrow, da ist wohl die Akademie. Auf Harrow. Im zerstörten Planeten. Nehmen wir. Was ist denn das für ein Planet? Klein zerstört können wir noch nicht. Können wir noch nicht kolonisieren. Dieser Planet kann nicht kolonisiert werden. Unwirtlich. Okay. Egal. Wir gehen mal hier hin und schauen mal, was wir da finden.
Bipolar. Das ist negativ. Dafür mehr Erfahrung für Schiffe, das ist schön, aber alles andere ist nicht so toll. Einmal Arsch und Donnerwetter. Ja, Pfad. Der Planet ist zu lebensfähig zu einer imperialen Kolonie. Okay, wissen wir Bescheid. Dann gehen wir mal auf den anderen Pfad. Und hier müssen wir wieder Lob preisen. Ach du Scheiße. Ich hau ja immer. Ja klar, ich habe ja gerade gekauft. Ich muss erstmal wieder Einfluss sammeln. Wie lange haben wir hier noch? 9 Runden. Das ist, weil ich gerade mit Einfluss gekauft habe. Aber das war okay. Ja, Maß 38. Hier hätten wir 37 Runden gebraucht. Hier 38. Und wir haben die beiden Planeten noch längst nicht voll entwickelt. Hier können noch 3 Bevölkerungen dazu kommen. Hier kommen noch 6 Bevölkerungsstufen dazu kommen. Das heißt, das wird sich hier noch erheblich beschleunigen. Ich glaube, das ist, also wenn wir überhaupt eine Chance haben, das irgendwo zu erreichen, dann hier. Bei unserem derzeitigen System. Sol. Was haben wir hier? Ja, ist okay. Lassen wir einfach mal so laufen. Kionos ist der Siedler fertig. Lad ihn mal hoch. Wollte ich den jetzt hinschicken? Hierhin wollte ich ihn schicken. Nach Hamal. Okay, dann Lors hat die öffentlichen, hat die öffentliche Forschung abgeschlossen. Oder wie auch immer das heißt. Ja, öffentlich-private Partnerschaft. Okay. Ach so, ja, übrigens, wenn ihr dann mal was erforscht habt und die Planeten entwickelt, kann es sein, dass eine Verbesserung, die man gemacht hat, eigentlich gar nicht mehr genutzt wird. Und dann kann man sie hier verschrotten. Kostet ein bisschen Geld, aber so kann man unnötige Ausgaben auf Dauer beseitigen. Na, mal so als kleiner Tipp nebenbei. Wissen ganz viele nicht. Bin erstaunt, dass ich mal was weiß, was andere nicht wissen. So, das machen wir jetzt mal. Und dann machen wir das in Lors. Muss mal schauen, wie viel von den Knollen haben wir denn überhaupt? Ja, wir können alle Systeme damit ausstatten. Das ist gut. Da kriegt man nämlich mehr Forschung. 4 mehr Forschung pro Bevölkerung auf dem Planeten. Dann würde ich doch mal sagen, machen wir mal Folgendes. Das machen wir auf jeden Fall. Natürlich machen wir auch die Agenturen. Dann gehen wir das mal... Oh, was sehe ich denn hier? Ich will hier noch einiges erforschen. Was wäre denn wohl der nächste, den wir erforschen würden? Planetyp minus 15, minus 10... Gas wird noch ein bisschen dauern, also wird es eh einer der beiden Ascheplaneten sein. Dann du danach und du nach den Agenturen. So, und jetzt gehen wir das mal eben ganz kurz durch, weil ich möchte auf allen Planeten natürlich mehr Forschung haben. Auch hier auf der Retas Ruin. Ja, auch hier. Den einen Zug gönne ich mir noch. Ist ein Risiko, aber ich gönne es mir trotzdem. So, auch hier. Ach Mann, ich dussel. Wenn ihr die Taste Alt gedrückt haltet und dann etwas auswählt, haben wir das hier schon gemacht. Habe ich das hier schon gemacht, ja? Auf Sol? Scheint so. Also. Hier auch? Oder habe ich jetzt keine? Ich habe noch genügend Knollen. Müsste ich noch machen können. Da haben wir es schon gemacht. Ja, das war's schon. Okay, also wenn man die Taste Alt gedrückt hält und dann eine Technologie auswählt, wird die automatisch an der ersten Stelle gestellt, an die erste Stelle gesetzt. So, Kiris hat auch einen Siedler fertig entwickelt. Den wollte ich dahin schicken.
Dann habe ich erstmal so weit alles mir alles geholt, was man sich holen kann. Habe ich auf Sol? Ja, Stufe 2 tatsächlich. Okay. Master, die machen das alles. Dann sind wir damit durch. Einmal unsere Schiffchen vorschicken. Mal gucken, was passiert. Gar nichts. Und hier. Auch nichts. Braucht noch. Okay. Dann haben wir wieder 214. Das geht. Dann machen wir weiter. Ui. Die diplomatischen Beziehungen zu den Haroshim haben sich auch freundlich geändert. Das finde ich sehr schön. Neues Ereignis. 1 Million Dinge, die noch nicht getan, die ich noch nicht getan habe. Zwischen zwei deiner besten Berater ist ein Konflikt ausgebrochen. Zwei Kriegshelden, ehemals beste Freunde, stehen kurz davor, sich um die Ausrichtung der Industriepartei zu prügeln. Sie beleidigen sich in der Presse und nehmen nichts zurück. Einer, ein junger Emporkömmling, der sich mit seinen entschlossenen Entscheidungen Freunde und Feinde gemacht hat, ist der Meinung, dass die Partei mehr Steuern und Abgaben erlassen sollte, um die Schulden des Imperiums zu tilgen. Wusste gar nicht, dass wir welche haben. Der andere, ein guter Verhandlungsführer, aber überzeugter Opportunist, warnt vor zu heftigen Aktionen und macht sich Sorgen um die Beziehungen der Regierung zu großen Unternehmen und anderen Imperien, ja, die wir noch gar nicht in irgendeiner Form erschlossen haben. Wir kennen noch keine anderen Imperien. Ihr Streit betrifft die persönliche Ebene so sehr wie die berufliche. Der Berater, den du unterstützt, wird in der weiteren Rivalität jede Menge Munition gegen seinen Gegner haben. Also wir können den Emporkömmling unterstützen, kriegen wir mehr Nahrung, also beziehungsweise 20% Nahrung wird in Kohle umgesetzt. Oder den Opportunisten 15% Handelswert des Sternensystems für Imperium. Das ist also ein Satz, den versteht kein Mensch. Ich habe mich lange gefragt, was bedeutet das? Das bedeutet, dass man 15% mehr Einfluss bekommt. Das ist das, was ich jetzt daraus geschlossen habe oder was ich festgestellt habe. Wir kriegen einfach hier mehr Einfluss und deswegen werden wir den Opportunisten, obwohl ich Opportunisten eigentlich hasse, unterstützen in dem Fall. Geld ist im Moment nicht so dramatisch wichtig. Außerdem können wir am Markt auch noch verkaufen. Deswegen machen wir das. Eine verborgene Rebellion Teil 2 haben wir abgeschlossen, weil wir mehr Kohle, weil ja klar, 137 sollten wir pro Runde, 144 haben wir. Die Lena! Wir haben die Lena! Wunderbar! Und Quest gestartet. Blick in die Zukunft, Erkunden der Vergangenheit. Die Spur verläuft im Sand. Julinka rottet rottet in einer Zelle vor sich hin, ohne den Mund zu öffnen. Niemand weiß etwas über die uralte Rebellion oder gibt zu, etwas darüber zu wissen. Das Wissen nagt an dir, Tag für Tag für Tag. Du quälst dich selbst, weil du weißt, wie viele unzählige Tausende von Patrioten es gegeben haben muss, um solch einen Verrat möglich zu machen. Verborgene Schiffswerften, Imperiumsgelder, die von offiziellen Konten abgeschöpft wurden, gefälschte Berichte, Doppelleben. Einige dieser Schlangen müssen sich sicher noch unter der Bevölkerung hier auf Raya verbergen und immer wieder lügen, um ihre eigene Haut zu retten. Wirst du jeden einzelnen von ihnen selbst finden müssen, um die Wahrheit zu erfahren? Wem kannst du vertrauen? Du versuchst die Angelegenheit aus deinen Gedanken zu vertreiben und stattdessen an die Millionen wahrer Patrioten zu denken. Nun, da die Frage deiner Nachfolger geklärt ist, ist es an der Zeit, deine Aufmerksamkeit ihrer Zukunft und deinem Vermächtnis zuzuwenden. Welchen Kurs möchtest du für das große Vereinigte Imperium festlegen, bevor deine Herrschaft endet? Solltest du auf die Warnungen der Kriegstreiber in deinen Reihen hören, die durch die Sheridan verkörpert werden und das Militär stärken? Oder dich auf das frühere Zeitalter der wissenschaftlichen Innovationen besinnen, als deine Mezzarianen durch die große Dunkelheit segelten?
Oder vielleicht solltest du deinen Kurs beibehalten und das Vereinigte Imperium sein wahres Potenzial als Machtzentrum der Industrie zur Blüte bringen lassen. Ja, dies mag nicht ein finales Vermächtnis sein, aber du solltest dein Imperium dennoch einen Geschmack der Zukunft geben. Ja, was sollen wir machen? Charadine, also 5 Schlachten gewinnen oder 3 Systeme der Stufe 2 oder höher? Was wir gleich schon erledigt hätten. Dafür kriegen wir die Schule des futuristischen Designs und das wiederum bringt uns 20 Produktionen pro System oder Mesari. Nimm Planeten jeder Klimakategorie in Besitz. Gasartige Planeten sind nicht erforderlich und wir bekommen, wer ist Juri? Dadurch haben wir mehr Forschung pro Planet und wo wir das installieren. 5 mehr Forschung und mehr pro Bevölkerung. Ich mache das. Aachen, was jetzt schon erfüllt. Mesari im Grunde auch. Wir brauchen Produktion. Wir müssen schneller bauen. Auf jeden Fall. Und dafür ist das auf jeden Fall für die Zukunft gut, auch wenn wir das erst aufbauen müssen. Also die Schule für futuristisches Design wird unser werden. Wir haben jetzt erstmal die Lena. Der Lena können wir jetzt erstmal Fähigkeiten zuweisen. Sie ist... Naja, sie hat von jedem etwas, ne? Universale Fähigkeiten fürs Imperium. Beraterfertigkeiten, ziemlich gut. Auch hier ziemlich ausgewogen, was die Meisterschaften anbelangt, außer die Reiselust. Also sie ist schon eher eine für Planeten. Also werden wir jetzt erstmal die Basisgeschichten hier... Na, warte mal. Erstmal das. Und... So. Die werden wir erstmal entwickeln. Übernehmen wir, wir schließen und schauen uns jetzt in aller Ruhe an, wo wir die Helena dann positionieren. Vorher besiedle ich hier Planeten. Ja, hier können wir nur den Narkus 2 besiedeln. Hat ordentlich Produktion. Also da können wir gut mit leben. Natürlich befördern wir das Ganze oder befeuern wir das Ganze. Und sind wir auch hier oben, sind wir noch nicht. Aber wenn ich jetzt einen weitermache. Dann kann ich auch hier drauf, auf Ramal 3. Also von den Luxusressourcen sind wir jetzt schon ziemlich gut aufgestellt. Ja, von daher gesehen, muss man mal sagen. So, was haben wir hier noch? Kionus, Lors und Mars haben alle mehr Bevölkerung bekommen. Die Modernisierungen sind fertig. Dadurch haben wir mehr Forschung. Sehr schön, jetzt kann der Rest ganz normal durchlaufen. Wir gucken uns das kurz an. In Lors, was haben wir jetzt in Lors? Wahrscheinlich noch nicht so dramatisch, ne? 50 haben wir da jetzt. Iris 30. Naja, dafür, dass wir vor damals 20 davon, mehr nicht. Mehr kommt da nicht dazu. Ein bisschen wenig, ne? Ach, das ist die. Das ist noch gar nicht. Das wirkt sich erst nächste Folge und nächste Runde aus. Okay, dann kann das erstmal durchlaufen. Klar, ist ja jetzt erst aufgebaut. Nächste Runde fängt es an, sich auszuwirken. So, hier haben wir also das soweit abgeschlossen. Jetzt müssen wir noch gucken. Hier habe ich ja den, wie heißt der, Dominik, weiß ich noch, Havanen hingesetzt. Na? Randsystem und so hatte ich ja schon erklärt. Das müssten wir eigentlich jetzt auch erledigt haben. Ne? 3 Systeme der Stufe 2 oder höher. Haben wir auf jeden Fall erledigt. Müssten wir dann auch spätestens in der nächsten Folge und unsere Belohnung bekommen. Mars ist natürlich, wäre ein Planet. Der an und für sich total interessant wäre. Allerdings, ja gut, es kann hier auch was kommen. Komm, Mars, wir machen mal Mars, oder?
muss halt gucken, wo Feinde herkommen können. Wir haben jetzt hier, wir haben da. Hier wäre gut, wenn wir da eigentlich mal noch einen Helden hätten, aber wir setzen jetzt hier auf Mars. Da kommt die Lena hin. Wir bestätigen. Bringt uns noch was für die Produktion, ne? Und die Planeten entwickeln sich auch noch weiter. Es war die richtige Entscheidung, hier das Ganze hinzusetzen. So wie ich das jetzt im Moment sehe. Ach, diese Patrouille hatten wir zurückgezogen, weil die war angeschlagen. Genau, habe ich nicht Korvetten? Habe ich nicht eigentlich irgendwo Korvetten hier rum? Hier oben, ne? Hier. Ja, oh, da kann ich eine noch nach vorne entwickeln. Dann machen wir das mal jetzt. Mit Piraten habe ich hier soweit erstmal kein Problem, so wie es aussieht. Dann würde ich, muss mal gucken, ich brauche strategische Einheiten, um die auch entsprechend zu verschieben, sobald wir auf andere Imperien stoßen. Da muss ich mal überlegen, wie ich das mache. Also mit zwei Korvetten werden wir unser Imperium nicht wirklich verteidigen können. Die Pulsors haben wir gefunden. Station von eine wissenschaftliche Splittergruppe bringt 5 zusätzliche Wissenschaft bei Anomalien, also wenn die auf dem Planeten sind, und einmal Produktion. Schöne Sache. Herzlich willkommen. So, Ugaru. Ugaru ist ein wenig angestiegen. Vereinigtes Imperium kommt als nächstes dazu. Haben wir hier bisher reines Imperiums. Gedönse an Bord in Ugaru. Dann. Können wir das schon? Sollen wir das schon? Ich würde diesen Planeten möglichst schnell kolonisieren, weil der einfach wirklich enorm positive Auswirkungen hat. Dauert aber 9 Runden. Dann machen wir Folgendes. Die wachsen relativ fix. Bevor wir. Genau, die Landwirtschaft machen. Dann werden wir noch kolonisieren. Bis dahin sind wir auch noch ein bisschen gewachsen. Dann wird das wieder schneller in Sol. Und in Lors bauen wir jetzt die Agenturen. Lors hat. Ach, das waren die Pulsors. Genau, die Pulsors, die wir gefunden haben. Ugaru hat den ersten Schritt erledigt. Wunderbar. Einmal unsere Flotte bewegen. Zu Surabram rechnen wir Stern. QR32. Wo habe ich den entdeckt? Ah ja, super. Okay. Na denn. Wo wollen wir denn als nächstes hinreiten, genau? Du bist auch so einer, wer reitet zu spät durch Nacht und Wind, ja? Hier mal weitermachen. Ich will jetzt mal gucken, wo die Imperien sitzen, die gegnerischen. Gibt's doch nicht, dass hier nichts ist. Wir beenden die Folge nicht, bevor wir nicht ein Imperium gefunden haben. Die exotischen Rationen sind fertig. Sehr gut, können wir gebrauchen, sobald wir in Kriegen sind. Dann wandeln wir eine Bevölkerung in Militär um und können so schneller unsere Truppen wieder verstärken. Und die Egesri, wunderbar, ist aufgewertet worden. Das zeige ich euch gleich sofort. Was haben wir hier noch in Kiris? Haben wir jetzt die Tikanern. Muss ich mal schauen. Man kann das natürlich noch ganz strategisch spielen, indem man dann die einzelnen Bevölkerungsgruppen hier über diese Raumhäfen verschiebt, damit man eben zum Beispiel das politische Gewicht auf den einzelnen Planeten steuert. Also wer da Spaß hat, bis in diese Details hinein, alles zu steuern, kann man das machen. Ich mache das eigentlich nicht. Die Tikanen sind Militaristen, das sind Industrielle. Also hier habe ich noch ein Übergewicht, wie jetzt zum Beispiel die Tikanen 4 Anteile stellen würden. Wir hätten nur 3, könnten wir eben 2 Tikanen zum Beispiel über den Raumhafen in ein anderes System schicken, hätten dadurch wieder ein industrielles Übergewicht und hätten somit bei Wahlen natürlich bessere Chancen, dieses System für uns zu gewinnen. Also das ist ganz, ganz, aber wie gesagt, so tief in die Politik steige ich, wenn überhaupt, nur in privaten Spielen ein, mache ich jetzt hier
In diesem Let's Play nicht. So, was haben wir denn noch? Ja, die Egesri ist ja verbessert worden. Geh mal hier drauf auf unsere Korvette. Ihr seht, wir haben jetzt 3 weitere Punkte bekommen, die ich jetzt, so wie ich Bock habe, verteilen kann. Im Moment werden wir ja tatsächlich noch schwerpunktmäßig mit normalen, konventionellen Waffen angegriffen. Also werden wir auch hier das weiter verstärken in diesem Bereich. Wir werden allerdings den Titaniumverstärker einsetzen. Ja, der Titaniumverstärker erhöht den Projektilschaden um 25%. Und dadurch haben wir, obwohl wir jetzt echt noch beschissene Torpedos haben, ja, also die Ionentorpedos, das ist wirklich noch der Anfang, das werden wir noch weiterentwickeln, sind wir trotzdem schon bei 113 Punkten für ein kleines Schiffchen. Ne? Also lohnt sich schon ein bisschen. Mal gucken, da könnte ich noch ein Schild einbauen. Da sind es auch eine Schelle. Ja, alternativ kann man natürlich auch noch einen Antrieb reinsetzen. Dann wird es noch schneller. Wer das macht, dem empfehle ich dann allerdings. Wenn das jemand macht, dann würde ich in dem Fall, um jetzt auf mehr Geschwindigkeit zu kommen, einfach nur den reinnehmen. Natürlich kann man noch einen zweiten Hyperium-Antrieb reinnehmen. Die Werte hier fürs Ausweichen kumulieren tatsächlich. Also man hätte dann noch mehr 20% mehr Chancen auszuweichen. Muss jeder wissen. Allerdings hast du dann noch weniger Durchschlagskraft. Ich setze jetzt auf weniger Ausweichen, dafür auf mehr Durchschlagskraft. Ich bin mehr so der Rambo. Ja, so ein bisschen. Na, und dann müssen wir mal gucken, dass wir so langsam unsere Waffen ein bisschen entwickeln. Das Design werden wir auf jeden Fall verwenden. Ihr seht jetzt hier, die Aufwertung kostet dann auch 5 Titan. Mittlerweile produzieren wir ja auch selber Titan, ist nicht so dramatisch. Das nehmen wir mal an. Bei der Eskorte muss ich gucken, müssen wir da irgendwas verstärken? Nein, die haben wir ja auch noch gar nicht aufgewertet. Das lassen wir auch soweit alles. Ne? Eskorte ist okay. Patrouillenschiff war auch nichts anderes, das kann alles so bleiben. Nur die Korvetten haben wir geändert. Und die beiden hier, können wir die aufwerten? Nein, fehlt uns im Moment ein bisschen Kohle, müssen wir eine Runde warten. Dann können wir die auch aufwerten, dann haben wir schon mal 2 schöne Korvetten, mit denen man den diversen Piraten, die hier durch die Gegend eiern, auf jeden Fall gepflegt in den Arsch treten können, und alle anderen Imperien, die da kommen werden, können wir auch abwehren. Okay, mal weitermachen. Reist doch mal weiter. Genau, hier. Immer noch nichts. Ich werde Wahnsinn. Da muss doch mal irgendwann was sein. Wir müssen gleich 2 Runden warten, weil ich will diese Patrouille updaten. Wir werden also hier noch nicht weiterkommen. Ist aber auch nicht schlimm. Wir sind jetzt ja nicht im Krieg. Wir haben keine anderen Imperien gefunden. Wir haben nur auf Kyrus die nachhaltige Landwirtschaft entwickelt und können jetzt weiter kolonisieren. Hier. Ah, das da. Sehr geil. 2 Dust pro Bevölkerung. Okay. Kann ich gut mitleben. Kann ich sehr gut mitleben. Dann mach das mal. Was danach kommt, das schauen wir, wenn wir soweit sind. Wie sieht es in Mars aus? 29 Runden nur noch. Es wird schneller. Wunderbar. So wie geplant. Ob das dann im Endeffekt reicht, wir werden es sehen. Aber auf jeden Fall wird es schneller. So, jetzt kommen hier. Jetzt muss doch mal langsam einer. Ja. Ah! Altair ist besetzt durch ein anderes Imperium. Ich hoffe nicht, dass die uns sofort das Schiff zusammenschießen. Was durchaus möglich ist. So, die Eider sind jetzt höflich. Ach, ich wollte mal gucken, was uns das bringt. Neues Ereignis. Die neue industrielle Bewegung in Ferretas Ruin bereitet dir mehr Probleme, als dir lieb ist. Offenbar stehen einige politischen Organisationen einer Bürgerbewegung an. Was? Stehen einige politische Organisationen einer Bürgerbewegung an? Die das Alte niederreißen, also wertvolle kulturelle Monumente und unbezahlbare Artefakte zerstören möchten, um eine neue industrielle Ära einzuläuten. Wenn du das weiter zulässt, werden das intellektuelle Leben und sämtliche Innovationen in Ferretas Ruin auf Jahrzehnte zum Erliegen kommen.
Dennoch wirkt die fast schon fanatische Energie dieser Bewegung Wunder für die Industrie des Systems. Wie entscheidest du dich? Also ich halte sie auf, dann habe ich mehr Forschung und 20 weniger Produktion für kolonisierte Systeme, für System, für Retas-Rüstung. Das ist nur für Retas-Ruin. Ich halte sie auf. Kulturschätze zu bewahren ist mir wichtig. Gut. So, ihr seht also, hier drauf hat es keine Auswirkungen. Na, da geht es auch weiter voran. So, das haben wir könnte klappen. Es klappt. Wunderbar. Jetzt haben wir zwei richtig geile Korvetten, die zusammen, das seht ihr hier unten links, 227 Schaden machen. Und 246 Schilde haben. Also da kann man schon mal das eine oder andere abwehren. Was haben wir hier noch? Kionos produziert mehr Kohle. Das ist in Ordnung. Macht jetzt die Magnetfeldgeneratoren auch gut. Soll ich kolonisieren? Was meint ihr? Das können wir auch einmal machen. 25 pro Systemstufe und 3 für Ursprung. Dadurch, dass wir hier Eis, Ödland, Savanne, das ist ja alles nicht so toll, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, das in so einem System zu bauen. Wo liegt denn Kionos? Ich ziehe mich im Zentrum. Ich warte mal ab. Ich habe noch nicht die Eingabe, ob das das Richtige ist. Ach, das ist Verräters Ruin, okay. Hier haben wir jetzt natürlich dann ein wenig weniger Produktion. Okay, müssen wir mit leben. Ist halt so. Dann mal los. Da ist ja was. Ach, Altair ist... Ich dachte, wir würden jetzt in Altair einfliegen. Dabei sind wir noch gar nicht in Altair. Was haben wir denn hier? Boah, das ist so geil hier, das System. Günstige Jahreszeiten. Oh. Neues Ereignis, Freund oder Fressen. Signale aus dem System weisen darauf hin, dass es ehemals bewohnt war. Heute jedoch findet man dort nur noch näherziehende Rudel friedlicher Vierbeiner. Sie sind wohlgenährt, ein wenig pummelig und relativ freundlich. Also, was in aller Welt sind das für Lebewesen? Wir können sie zu Nutzvieh machen, kriegen wir mehr Futter oder zu Haustieren. 20, 10 Runden lang 20 mehr Zufriedenheit. Und die ökologische Ideologie wird gestärkt. Wir machen sie mal zu Haustieren. Wir müssen nicht alles fressen und umbringen, was wir fressen und umbringen können. Was haben wir da? Gut, das ist jetzt ein einmaliger Loot, aber das ist ein richtig geiles System. Was auf jeden Fall von Altair aufgefressen werden wird. Scheiße! Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Habe ich hier noch keine Aufladung? Ne? Wir wissen es immer noch nicht. Oh, wie gerne würde ich mir dieses reinpfeifen. Aber über Einfluss kann man auch Systeme übernehmen und das werde ich nicht schaffen. Werde ich drum kämpfen müssen. Was ich auch tun werde. So, wir haben da ja fast ein anderes Imperium gefunden. Ich mache jetzt hier Schluss. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Runde werden wir klären, in der nächsten halben Stunde werden wir dann klären, was da für ein Imperium sich dahinter verbindet, verbirgt. Bis dahin müsst ihr halt noch warten. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Wir haben im Moment, haben wir ja Wochenende. Und macht's gut. Bis dahin. Ciao. Euer Elian.